Sternzyklus, Modul, Gliedmaße, Arm, links gefunden. Ort, Pavlov-Etage. Könntest du etwas genauer sein? Das ist widerlich. Er steckt in etwas Warmem, Klebrigem. Oh nein, rotes Polymer. Ekelhaft. Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3. Zugang gewährt. So, mehr Muni. Beautiful. Speichere Daten. So. Ah, oh, leck mich, da sind noch mehr von denen. Oh, ein Schloss. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, ein Wal. Ich bin gerade aufgewacht und hatte eine hervorragende Idee für eine Ausstellung. Nun ja, weniger eine Ausstellung, mehr ein Erleben. Du machst dir bequem. Möchtest du etwas mit der Wale erfahren? Nehmen Sie sich ein Chibita, ziehen sich die Kopfhörer auf und hören so etwas wie... Lies das mal vor, Dreschkova. Stell dir vor, du stehst auf einem wunderschönen Feld, umgeben von einem endlosen Wald, der sich von Horizont zu Horizont erstreckt. Du hörst an dem plätschernden Bach, du hörst Vögel singen und du hörst Wellen, viele Wellen. Aber ich liebe diese Kreaturen. Sie sind einfach grandios. Diese Landschaft beschreibt, erzeugt ein geografisches Bild der Landschaft. Wozu, fragst du? Nun ja, das... Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, aber es ist eine fantastische Idee. Ich muss nur irgendwie erklären, warum ich neben der Tereshkova aufgewacht bin. Dank der Brillanz sowjetischer Wissenschaftler wurde das Leben dieses Wals in einen Polymerkörper übertragen. Die mimetische Anpassungsfähigkeit des Polymers ist diesen erstaunlichen Tieren zu verdanken. Heutzutage passen sich Polymere dem Inneren des menschlichen Körpers an, ohne eine Abwehrreaktion und ersetzen sogar beschädigte Organe. Die Forschung ist, ist noch nicht gut, wenn ich es speichern muss. Aber eines ist gewiss: Dieser Polymerwal ist der erste Schritt. Auffälligkeiten. Plusch sind resistent gegen Schusswaffen. Setze Nahkampfwaffen gegen sie ein. Scanne deine Gegner, um mehr über ihre Resistenzen und Anfälligkeiten herauszufinden. Scannen? Verlängerung des menschlichen Lebens. Dank des Talents sowjetischer Wissenschaftler. Ein fantastisches Exponat. Darf ich dich etwas fragen, Major? Wenn du nach dem Tod in anderer Form weiterleben könntest, würdest du es tun? Nein, mir reicht die, die ich habe. In einem Becken voller Schleim rumzuschwimmen, klingt nicht sehr appetitlich. Mhm. Nein, mir reicht die, die ich habe. In einem Becken voller Schleim rumzuschwimmen, klingt nicht sehr appetitlich. Aber findest du den Gedanken an eine Polymer-Unsterblichkeit im Großen und Ganzen akzeptabel? Oh, schwierige Entscheidung. Dann würden die Eliten unsterblich werden und die kleinen Leute bleiben, was sie sind. Du bist nicht gerade ein Optimist, Major, was? Nicht mehr. Interessante Tatsache. Dieser Wal wurde von Michael Stockhausen erworben, der eine ganze Woche lang einen Walfänger steuerte. Interessiert mich ein Scheiß, Charles. Genau, laber mich nicht voll.
das falsche F. So, ich soll scannen. Wie zum Geier scanne ich denn? Steuerung. Tastaturbelegung. Hier vielleicht. Vorwärts, rückwärts, angreifen, aufladen. Aufladen? Ach so, nachladen. Schock, Fähigkeit 1, Fähigkeit 2. Kreismenü, Kartusche, Menü. Scan. Links, Alt. Tatsächlich? Tja, das gibt's wirklich. Okay. Dann scannen wir mal. Und es gehen nur Nahkampfwaffen, hat er gesagt, ne? Was ist das für ein Scheiß in den Behältern? Vorsicht, das ist Pirsch oder Efeu. Es ist äußerst gefährlich. Oh ja, den kenne ich. Und der abgerissene Arm ist natürlich mittendrin. Hätte der nicht einfach irgendwo in einer Ecke liegen können? Oh, ja. Mich lieb. Hör auf, mich lieb zu haben. Efeu ist scheiße, Mann. Und das, du Schlampe. Genau. Falls du eine weibliche Pflanze bist. Werde ich nicht, du stirbst sowieso. Aber jetzt sehe ich auch, wo der Arm drin steckt. Geil. Hätte das Polymer-Drecksding mich gehabt. Hoffen wir, dass aus dem nächsten Behälter nicht gleich noch einer gekrochen kommt. Laut meiner Daten ist der zweite Behälter ordnungsgemäß verschlossen. Dann gehen wir mal lieber. Hast du das WDNA schon infiltriert, Major? Die Regierungskommission wird jeden Moment eintreffen. Ich bin drin und suche eine Möglichkeit, den Militärdrill-Modus zu aktivieren. Hier war die Kacke am Dampfen. Das hat alles ziemlich verkompliziert. Sonst noch Fragen? Dann such schneller! Lass Dr. Sechenov nicht wieder hängen! Apropos dampfende Kacke. Oh. Auch einige von den Schwarzen. Ne? Oder? Ein Schwarzer. Okay. Hey. Hallo! Wieso arbeitet denn hier keiner? Alter, ich hab dir ins Gesicht geschossen. Wie kannst du springen? Zwei.
Sind die anderen? Ja. Durchladen. Nein. Fax, Knirsch, Knack, Schlüsselbein, Schmerz. Was machst du? Knirsch, Bruch, Knick, Kratz. Mhm, verstehe. Ich sag der Fremdenführerin, dass ich jemanden aus ihrer Gruppe gefunden habe, der wohl Medizin studiert. Ist er? Kommt noch was? Nö. Wo muss ich hin? Ah doch, ist richtig. Ah ja, ich muss Claires Teile zurückbringen. Hihi. Hey. Kollege. Zusammen, ne? Hier ist dein linker Arm. Na los, reparier dich selbst. Oh, der Kopf. Der Kopf fehlt noch. Oh, so wieder hoch. Noch höher. Da lang. Da lang. Ausstellungsbereich wird gescannt. Modul Kopf gefunden. Ermittle Koordinaten. Scheiße, ist es dunkel hier. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich auch. Gib ich zu. Ja,
ran. Alter. Jetzt lass mich doch wenigstens mal hier. Oh, ich hänge total fest. Was? Alle tot, ne? Alle Dinger hier. Ausgewichen, der Digga. Vielleicht ist da noch eins offen. Ich dachte, ich habe die alle erledigt. Ah, da. Und da. Und da. Zucker in den Taschen oder warum haben die so Bock auf dich? Ja, ne? Irgendwie. Weiß er auch nicht. Blöde Viecher. So, who's next? Oh, ich glaube, das war's. Und dann können wir jetzt mal looten, wie so ein großer. Oh, die ganzen Leichen sind weg. Verdammt. Ah, da haben wir ja noch jede Menge. Weiter. Jetzt habe ich gar keine Revolvermunition mehr, ne? Zugang gewährt. Oh, muss mal gucken, ob wir im Lager noch was rumliegen haben. Bisschen haben wir noch. Dafür haben wir keine Knarre, das kann weg. So. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Munition herstellen können. Für die Knarre.
können wir. Zugang gewährt. Oh, das reicht eigentlich. 3. So, speichern. Speichere Daten. Speichere Daten. Alles klar, hau rein. Guten Appetit. Was bist du? Oh, nicht gut. Nicht schon wieder. Ach, die hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang mal. Leck mich am Arsch. Wo ist hier der gottverdammte Ausgang? Unterirdisch? Ja. Sieht so aus. Ach, leck mich doch. Wo soll ich den Kopf finden? Du musst die Icarus-Halle betreten. Dort befindet er sich auf der ersten Ebene. Und wo ist der Eingang? Bedauerlicherweise verfüge ich nicht über diese Informationen. Nach der Störung ist alles durcheinander geraten. Hast du mal überlegt, den Beluga mit Strom zu versorgen? Wie soll mir das denn helfen? Ich weiß nicht. Der Beluga ist das schnellste Mehrzweck-Tauchfahrzeug der Welt. Wir haben in den letzten Jahren mehr über den Meeresgrund gelernt als im vergangenen Jahrhundert. Wenn du mich fragst, sollten wir lieber die Tiefen des Ozeans erforschen als den Weltraum. Faszinierend. Wieso das? Weil man erstmal sein Zuhause kennen sollte, ehe man sich bei anderen umsieht. Scheiße! Hey. Dir? Ja, ist was. Warst du bei der Führung dabei? Spielt das eine Rolle? Nein. Vielleicht. Doch, gewiss. Aber es spielt keine Rolle mehr. Oh. Mir missfällt dieser schwammige, galertartige Geisteszustand. Und ich möchte diese geistigen Qualen nicht mit sinnloser Kommunikation verlängern. Die geistige Qual sinnloser Kommunikation. Charles, woher weiß der Genosse, dass wir beide miteinander geredet haben? Welch funkelnder Esprit und bissiger Humor, Genosse Major. Meine Situation ist unbehaglich. Nicht unähnlich einem längeren Warten vor einem Abschied oder einer langen Reise, die niemand machen will, aber sollte oder muss. Ganz schön düster, deine Philosophie. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Jupp. Ich auch nicht. Ja, gut. Oh, ich muss es eben mit dem Controller machen. Der springt hier rum.
Aha. Was war denn das Problem mit den echten Beta-Konnektoren? Da Kollektiv ursprünglich ohne Entscheidungsbefugnis geplant war, sollten darin eigentlich alle gleich sein. Ja, darüber haben wir schon geredet. Wozu brauchte man dann die Beta-Konnektoren? Um Kollektiv gegen Bedrohungen durch Personen zu schützen, die die Kontrolle übernehmen wollen. Gut, und wie würden die Beta-Konnektoren das verhindern? Sie verliehen ihren Trägern kein Entscheidungsbefugnis, ermöglichten es ihnen aber, im Kollektiv zu sein, ohne dazuzugehören. Mit anderen Worten, sie waren komplett autonom, behielten aber den Zugang zum Informationsnetz. Na und? Das ist doch im Prinzip der jetzige Zustand. Du siehst es aus menschlicher Perspektive. Ja, welche andere Perspektive könnte ich denn... Ach, scheiße. Der Boss wollte einige Roboter mit Beta-Ringen versehen, damit niemand im Kollektiv sie kontrollieren kann. Dr. Satchelow wollte seine Zwillinge mit der Bewachung des Alpha-Konnektors betrauen. Wenn er bei Kollektiv eingeloggt war, konnte sie von überall auf der Welt steuern. Doch niemand anders würde ihnen Befehle geben können oder auch nur wissen, dass sie existieren. Warte mal, Charles. Eine Sache kapiere ich nicht. Wäre es möglich, Kollektiv so zu starten, dass alle gleich sind und dann den Alpha-Konnektor zu zerstören? Natürlich. Aber da stellt sich die Frage, wer würde das denn wollen? Das ist eine Fummelarbeit, ey. Das Schneeball ergonomischer... What? Also, wo ist denn jetzt ganz oben? Oh nee. Okay, ganz oben ist wohl da ganz oben. Da muss ich da mal hin. Na? Da. Hä? Bin doch drin. Gibt's da zwei? Ah, guck mal her. Mach das zu. Anscheinend. Okay. So. Ah ja. Das sind zwei Polymerbrocken. Ich muss das nehmen. Hallo? Jetzt. Ein volles Haus! Yesterday, I was not.
Jetzt muss ich aufpassen, wo ich hinspringe. Hier. Ja, cool. Springen? Geht nicht. Hallo? Doch, jetzt. Oh. Ja, ich komm. Ich habe die Hoffnung, dass er noch runterfällt. Was macht das denn? Ah, da kommen dann keine Bots mehr, ne? Also keine Reparatur. Du wolltest wissen, wo ganz oben ist. Das sieht man nach hier ganz oben. Hier kommt der Strom aus. Her. Bist du sicher? Ganz sicher. Warum? Ich bin ja so dumm. Und wegen meiner Dummheit bin ich gestorben. Falls jemand mich begräbt, gehören diese Worte auf meinen Grabstein. Darauf würde ich nicht wetten. Wahrscheinlich kippen sie euch alle in ein Massengrab. Warum? Sind viele andere Leute gestorben? Ja, viel zu viele. Ach, das ist schön. Ich möchte ja nicht das Kollektiv verlassen. Wir sitzen alle im selben Boot, oder? Mhm, ein großer Spaß. Ja. Okay. Dann machen wir hier mal die Stromversorgung. Wie muss es sein? Alle drei müssen grün sein. Okay. War das mal in die Mitte? Da kann man nämlich oft hier splitten. So zum Beispiel. Geht das hier auch? Geil, oder? So, dann hab ich hier was gesehen. Oh nein. Wo muss ich denn hin? Kehre zur Halle zurück. Was für eine Halle? Ach da. Nee. Muss ich wieder runter? Ach, Laber.
sollte ich hier noch gar nicht sein. Na komm. Da war ich wohl ein bisschen zu früh, ja? Wo ist die Tür? Da ist die Tür, okay. Na, komm. Warum? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber ja. Was macht ihr denn da? Alter, ich habe euch doch vorhin schon erledigt. Was macht ihr schon wieder hier? Kacke. Nachladen. Ey. Bleiben Jar Jar Binks. Und da oben muss ich hin. Komme ich da denn hoch? Wie komme ich da denn hoch? Nicht. Ja, auch nicht. Das ist der Fahrstuhl. War hier noch ein Weg? Mal hier. War auch nichts. Nein. Und das ist der Fahrstuhl für weg. Warum ist ja nicht zu? Da kam ich doch her. Oder? Kurz speichern. Speichere Daten. Und da kam ich her, ne? Ja. Hä? Man erkläre mir dies. Soll ich noch probieren? Aber hier bin ich doch ursprünglich hergekommen. Ja. Das kann nicht stimmen. Geht's noch weiter? Naja. Noch eine Tür. Haben wir nicht, wo noch zu öffnen wäre. Ich schalte das nochmal ein hier.
Sehen wir mal, ob das hilft. Oh, es bewegt sich. Ah. Wo ich es vorhin eingeschaltet habe, war ich mitten im Kampf. Da war das nicht. So, kann ich dann... Der Beluga ist das schnellste Mehrzweck-Tauchfahrzeug der Welt. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 78 Kilometern pro Stunde erreichen und zivile und militärische Missionen in einer Tiefe von bis zu 3000 Metern ausführen. Gebracht hat es jetzt auch nichts. So, auf Anhieb. Ist das aufgegangen hier? Nee. Das? Nee. Gib dich in die erste Etage. Ja, das würde ich gerne. Na, damit fahre ich aber wieder hoch, ne? Das will ich ja nicht. Oder? Ich guck mal. Ne, jetzt bin ich wieder hier. Hey. Ah! Kann ich das... Ah ne, das Glas ist nicht kaputt gegangen. Das wäre es jetzt gewesen, ne? U-Boot kann man nicht fahren. Benutzen. Was ist das für ein Teil? Ja, da will ich rein. Da ist noch eine Tür, die geht aber nicht auf. Sonst ist da aber auch keine Tür. Das heißt, ich muss irgendwie auf das Ding draufklettern, damit ich da hochkomme. Anders geht's nicht. Fahrstuhl. Na, hier. Da. Zeigte mir eine Fahrstuhl aber noch nicht mal mehr an. Warte mal, wo führt denn das Ding hin? Das führt nirgendwo hin. Ich kann höchstens mal versuchen, über... Ah ne, der Deckel ist zu. Der Deckel ist zu.
wie komme ich da rein? Hier ist ja nichts. Naja. Komm, wir gehen. Das kann ja nur von da unten aus sein. Da gibt es einen anderen Weg von da oben. Ah, falscher Knopf gedrückt. Wenn ich da jetzt wieder hochgehe. Da war kein anderer Weg für runter, ne? Nee. Wenn ihr noch so oft reingehen, da geht's halt einfach nicht weiter. Scheiß Fernseher aus, Alter. Warum lässt er mich da nicht hoch? Kann man das irgendeiner erklären? Das gibt's doch nicht. Mal einschalten geht nicht, ne? Naja. Der Beluga ist das schnellste Mehrzweck-Tauchfahrzeug der Welt. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 78 Kilometern pro Stunde erreichen und zivile und militärische Missionen in einer Tiefe von bis zu 3000 Metern ausführen. Hä? Was verstehe ich hier nicht? Einfach so. Was machst du denn hier unten? Geh sofort wieder zurück. Dein Anzug kann diesen Druck doch nicht aushalten. Welcher Druck? Was glaubst du, wo wir sind? Wir sind unter Wasser, Genosse, um ein Tiefseegerät zu überprüfen. Schau nur, um uns herum sind Fische und andere Meerestiere. Ich habe für diesen Scheiß keine Zeit. Okay, sonst ist hier nichts zu holen. Okay, wo ist jetzt dein Kopf? Mein Kopf ist da, wo er hingehört. Aber Claires Kopf müsste irgendwo auf deiner Etage liegen.
Wie gesagt, irgendwas drückt mit schrecklicher Kraft darauf. Wie eine Migräne, wie ein Bagger, wie ein Berg. Verstehe ich ja, wirklich. Von deinem Gejammer bekomme ich ja selbst schon Migräne. Autorisierung. Major Nitsch. Ja, gucken wir mal, dass wir ein bisschen Munition kriegen für die Schrotflinte. Alter, da geht was. So. Was soll es sein, Major? Waffe. Müssen wir noch umräumen hier. Ja, so einfach geht's dann auch nicht. Kalaschnikow-Munition, aber keine Kalaschnikow. Dann packen wir noch einmal Schrotflinten-Muni ein. Okay. Speichern. Laden. Töten. Sieht aus wie ein Irrgarten für Kinder. Das wird ein Selbstläufer. Aber wo muss die Kugel hin? Erstmal gucken, wo die Kugel hin muss. Da muss er hin. Okay, ich sehe es. Oh, oh, oh. Du bist ja ein ganz schöner Springteufel. Okay, also. Da kommen wir hier schon mal nicht rüber. Tja, und wie drehe ich dich jetzt? Hey, ich glaube, ich hab's. So. Hä, wo kommen wir denn da durch? Jetzt kommen wir weiter. Ach, da hinten. Mal, dass ich was sehe. So. Dann diesen hier. Weißt du überhaupt, was du da tust, Major? Ja. Ach, warte kurz. Ja, ist doch perfekt. Ja, dann hier lang. Drehen wir das Ganze mal. So. Und so. Und auf jeden Fall mal so. Okay. Weiter drehen. So, jetzt muss ich kurz gucken. Da-dum, da-dum, da-dum. Okay. Mhm.
Okay, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ist das denn wirklich so schwierig? Jawohl. Ah. Komm rüber. So, vorsichtig. Das scheiß beschissene Kackdreck! Aha. Was denn? Na also, geil. Wer sagt's denn? Wir sahen im Sonnenschein. Es war ein schändlich aus. Am Wegrand kaum geborgen, auf Sand und Kieselstein, die Beine hochgestreckt, nach Art lüsterner Frauen, von heißen Giften fallen. Ja, und da unten geht dann jetzt Action, ist ja klar. Scham und frech den Leib uns schauen, dem ekler Dunst entquoll. Die Sonne brannte so auf dies verfaulte Leben, als koche es sie gar und wolle der Natur in 100 Teilen geben, was sie als eins gebar. Der Himmel blickte still auf dies Gefaule nieder, wie er auf Blumen schaut. So furchtbar war der Dunst, dir schauderten die Glieder, von Ekel wild durchgraut. Die Fliegen hörten wir summend das Aas umstreichen und sahen das schwarze Heer, der Larven dicht gedrängt den faulen Leib beschleichen. Ja, ich hab den Kopf gefunden. Wir müssen weiter. Charles, wie viel Zeit bleibt uns noch? Ich weiß nicht genau, aber viel ist es nicht mehr. Endlich, ich hab all ihre Teile. Oh, muss ich über die Wolken springen? Oh. Müsste reichen, oder? Nee. Reicht nicht. Okay. Das Kaugummi ist mittlerweile auch knochenhart, ne? Oh, ich muss aufpassen mit Festplattenplatz. Hoppala. Oh, noch Platz zum Schneiden. Öffnen habe ich keine Chance, ne? Machen wir es so. So. Tudum. Charles, nachdem Dr. Sechenov die neuen Gamma-Konnektoren hergestellt hatte, hat er die alten Beta-Konnektoren zerstört, oder? Offiziell ja. Aber zerstört wurde nur die Technik zur Herstellung der Beta-Konnektoren. Die zwei Prototypringe wurden aus den Aufzeichnungen entfernt und gelten als wiederverwertet. Und wo sind sie jetzt? Dir ist die Lage doch klar. Derzeit weiß niemand etwas Genaues. Die Ringe könnten auf irgendeinem Labortisch liegen oder von wild gewordenen Robotern zerstört worden sein. Das Geräusch war nicht gut. Oh. So, schnell runter. Da drüben. Ja.
vielleicht klappt's ja. Bevor es wieder heißt, Gegner töten. Also gut, den Kopf installieren. Alle Körperteile wurden zusammengesetzt. Und jetzt? Selbstreparatur abgeschlossen. Ich bin betriebsbereit. Danke, Genosse. Wir initiieren jetzt die Startsequenz. Erste Startcode-Sequenz erstellt. Bestätige, dass die Startcode-Sequenzen übereinstimmen. Zweite Startcode-Sequenz erstellt. Startcode-Sequenzen stimmen überein. Initiiere Wechsel des WDNH-Betriebsmodus. Neuer Modus, Militärdrill. Ich glaube, wir haben es geschafft. Danke, meine Damen. Danke, lieber Genosse.